Ja, der Kogi ist, ja, warum nicht? Ist da eine große Hilfe? Das Feuer ist gelöscht. Sehr schön, sehr schön. Ja, finde ich doch super. Ich finde es immer praktisch, wenn man eine Gemeinschaft hat, die wirklich zusammenhält. Und das ist bei unserer Gemeinschaft ja das Schöne halt, dass das auch genau so ist. Okay, hier haben wir gar keine Infos. Ich hätte gedacht, wir sehen wenigstens irgendwas. Und wir werden jetzt, die Frage wird gleich kommen, boah, wie lange spielen wir heute? Bis maximal 13.30 Uhr werden wir heute spielen, aber nicht nur Anno, es sei denn, wir vertiefen uns so sehr da drin. Ich hätte gedacht, den zweiten Teil, wir könnten jetzt so 2 Stunden, vielleicht bis 11, würde ich dann Anno mit euch spielen wollen und dann ab 11 entweder die Sims 4 weitermachen oder, aber ich habe das Katzenspiel noch nicht, falls jetzt jemand denkt, oh, das neue Katzen-DLC, nee, das haben wir noch nicht geholt. 40 Euro ist mir völlig übertrieben und im Black Sale war es nicht. Wie gesagt, das ist voll krass, der Preis von EA. Und nein, das habe ich nicht. Also entweder spielen wir die Sims oder alternativ City Skylines. Müssen wir mal gucken. Könnt ihr gerne auch abstimmen, wenn ihr wollt. Im Chat natürlich. Für alle, wir verwenden es hier auch als Let's Play, dieses Video, ne? Das kommt im Übrigen im Dezember. Das kann ich schon mal sagen. Ja, dann bitte nicht mehr drunter schreiben unter Let's Play, was ihr euch da so direkt für den Stream wünscht, da das dann schon überholt ist. Ja, wir verkaufen Holz. Kennst du auch österreichische Musik, Musiker wie STS? Also STS sagt mir nichts. Vielleicht, wenn du das Kürzel ausschreibst, darf ich ein neues Feuer legen. Ja, bitte, Zockergirl, mach es doch. Oh, der Dominik ist am Start. Ich bin's, Pommes. Oh, ihr mit euren Namen immer. Musst du ein neues Konto machen, weil ich ein Handy habe. Ach so, nee, du kannst das alt verwenden. Du kannst dich damit deinen alten Daten einloggen, lieber Dominik, beziehungsweise Pommes. Das kannst du auch jetzt noch machen. Cities! Ja, okay. Ja, wie gesagt, das würden wir dann ab 11 Uhr circa machen. 2 Stunden würde ich gern machen. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich das Let's Play natürlich füllen will. Wir haben aktuell 7 Folgen und das fängt am 1. Dezember fängt Anno an und wäre natürlich schon schön, wenn ein paar Folgen voraus sind. Das ist ja nicht verkehrt. Gut, was wollen wir als nächstes machen, liebe Leute? Schreibt es gerne in den Chat, also in Bezug auf dieses Spiel vielleicht. Das wäre ganz sinnvoll. Haben wir Holz? Haben wir Holz? Ha, ich habe ordentlich Holz vor der Hütten, verstehst? Ja, ich weiß nicht, der war flach, aber trotzdem irgendwie witzig. So, zack. Da haben wir sie. Danke nochmal für den Hinweis an Kogi. So. Warum ist das grün? Warum ist hier ein grünes Ausrufe, diese Farben kann... Ah, ich kann das hier überhaupt gar nicht machen. Das ist eh nicht möglich, das hier zu machen. Das geht nur auf speziell Fruchtbaren. Da müssen wir uns jetzt mal so eins suchen. So, ciao, war nett, dich kennengelernt zu haben, liebe Farm. Salü. Da oben steht die Fruchtbarkeit. Ja, da hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. Kriegen wir aber geregelt. Kriegen wir geregelt. Ja, der Kogi schreibt auch schon, Land ist nicht fruchtbar. Danke nochmal. Der Lukas, nee, kenne ich nicht, Lukas. Nee, kenne ich nicht die Gruppe. Steinbecker, Timmisch, Schiffskovs. Was? Schiffkowitz? Nee, kenne ich leider nicht. Der Jan ist auch mal wieder da. Nach 100 Jahren schreibt er. Ja, willkommen, Jan. Schönen guten Morgen. Schön, dass du mal wieder da bist. Stimmt, ist schon länger her. Aber ich muss auch sagen, so viele Livestreams, ist nicht ganz so einfach. Also, ganz so viele Livestreams hatten wir nicht. Wir haben das, also heißt, du kannst die Saat ausbringen. Wir haben das, weil wir den Orient entdeckt haben. Hier gibt es irgendwo den Orient. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. War das der Orient? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, der Orient war hier. Irgendwo haben wir eine Quest gemacht. Ich entsinne mich. Es ist halt schon, ich glaube, 2 Wochen her, wo wir das gespielt haben. Die Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ja, wir müssen dringend besiedeln, ne? Wir müssen viel mehr besiedeln. Kann das sein? Komm mal her, wir holen mal die Schiffe hier. Wir müssen besiedeln. Sonst kriegen wir nachher gar keine Inseln mehr. So 2, 3 Inseln sollten wir uns noch greifen. Weil sonst können wir nicht mithalten.
Ja, so zwei, drei Inseln besiedeln wir. Na, zwei, drei ist übertrieben. Ein oder zwei Inseln. Und eins, das sollten wir mit diesen Datteln, oder was das da ist. Aha, hier können wir Hanf anbauen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Getreide, okay, ist jetzt auch nicht so schlecht. Wäre natürlich cool, wenn das hier irgendwo in der Nähe ist. Hier haben wir Honig. Honig hilft mir auch nicht. Ja, es fällt natürlich schwer, da fruchtbaren Boden für zu finden. Gewürze ist natürlich auch nicht schlecht. Aber eine sehr kleine Insel. Datteln. Ja, dann nehmen wir noch die Insel. Die ist schön groß und schon besiedelt. Die ist schon besiedelt. Die können wir nicht nehmen. Wir wollen natürlich keinen Krieg. Der eine oder andere schreibt es bestimmt. Macht es doch. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, ich muss mal gucken in Chat. Ach ja, Zeron, danke, dass du uns vereint hast. Ja, Zockergirl und Jan, kein Problem. Gern gestehen. Morgen letztes Formel-1-Rennen, schreibt Pommes. So ist es. Und ich kann es leider nicht schauen. Aber ich werde es mir aufnehmen. Ah, okay. Also der Cookie sagt, wir können extra Saat ausbringen bei Inseln mit einem Fragezeichen. Hier. Jetzt müssten wir nur rausfinden, wie das geht. Dann könnten wir die hier fruchtbar machen. Wir gucken mal. Veränderbare Ressourcen. Sie können auf der Insel Saat gut aussehen. Und bla, die Saat erhält. Halten Sie bei Lord Notborg und Al-Sai. Okay. Das heißt, wir müssten da eigentlich mal nach diesem Lord sonst wohin. Der war hier auch irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist, ehrlich gesagt. Ah, hier, das ist Venedig. Hier müssten wir das doch holen können. Seid ihr noch am Leben? Nee, wirklich? Das ist der Falsche. Dann gucken wir mal. Hier war auch, ja, der sieht nicht so freundlich aus. Den, Mensch, das war doch gar nicht so weit weg, wo der war. Das bin ich selber. Das ist natürlich schön, dass ich bei mir selber gucke. Hier, der war das, oder? War das nicht hier hinten irgendwo? Nee, das war die Dame. Hier war das, dieser Hafen, glaube ich. Ihr seid hier immer gern ja, gesehen. Der ist es, der Hafen. Dann gehen wir hier mal her und kaufen die Saat. Danke dafür. So, jetzt müssen wir mal gucken. Im Chat ist ein bisschen mehr los. Ich schaffe da nicht alles zu lesen. Anno 14 habe ich damals gesuchtet, schreibt Kogi. Ja, ich auch, aber das ist wie gesagt lange her. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Zelron, was ist dein Bundesliga-Vereinsliebling und F1-Team? Lieber Pommes, Bundesliga, pff, ich verstehe nicht die Leute, die Geld für Sky ausgeben. Sorry, das ist die reinste Geldverschwendung für die Bundesliga, weil, lasst mich raten, diese Saison wird Meister. Es wird schwer. Es wird echt schwer, aber Bayern München führt uneinholbar. Ich glaube, Bayern München wird deutscher Meister. Wie wird es nächstes Jahr sein? Ich glaube, Bayern München. Und das Jahr danach? Ich glaube, Bayern München. Und wie wird es dann wohl das Jahr danach aussehen? Naja, ich glaube, dann wird es vielleicht... Eure Fähigkeiten passen perfekt zu meinem Bild. Klappe. Dann wird's, glaube ich, Dortmund... Nein, halt die Klappe. Nein, die Fußball-Bundesliga ist das langweiligste, was es gibt für mich persönlich. Fußball schaue ich darum auch überhaupt nicht. Habe überhaupt keinen Lieblingsclub, weil, wie gesagt, sie ist stinkend langweilig, die Liga. Und Formel 1-Team, Lieblingsteam, na, ich bin da ein bisschen unentschlossen. Ja. Ich bin da ein bisschen neutraler. Es wurde mir aufgetragen, euch darum zu bitten. Wie viele Münzen haben wir? Ja, komm, wir machen das mal. Eines Tages werde ich mich erkenntlich zeigen. Oh, ich liebe die Musik, aber die ist, glaube ich, sehr laut, oder? So, ich muss mal Chat. Jetzt habe ich da natürlich... Huiuiuiui. Musst du mit Ruhm kaufen bei den Orientyp. Danke, Kogi. Was wird denn jetzt aus Transportfever eigentlich? Ja, das müssten wir eigentlich auch mal machen. Das stimmt. Das können wir auch machen, Fallstacks. Aber nicht heute. Ich habe so einen kleinen... Im Dezember gibt es zwei, drei Spiele zusätzlich.
Ja, das wird ein bisschen herausfordernd. Können wir aber gern für den Januar anvisieren. Vielleicht gibt es dann ja auch noch ein neues DLC oder sowas. Wäre ganz cool eigentlich. Hätte ich Lust drauf, Volltext. Auf jeden Fall, wann kommt mal wieder ein Minecraft-Livestream? Ja, fragt der Jan. Ja. Müssen wir mal schauen. Aber Sky macht HD, das ist der einzige Grund für meinen Vater. Ja, aber es ist rausgeschmissenes Geld bei Sky zu bezahlen. Also, sorry, also letztendlich, ja, kann Sky HD machen, das freut mich für Sky. Aber wie viel zahlst du für diese dumme Bundesliga? 20, 30 Euro im Monat? Ja, um am Ende Bayern München als Meister zu sehen. Herzlichen Glückwunsch. Ist langweilig, würde ich nichts für bezahlen. Aber es ist ja auch in Ordnung. Wenn dein Vater das in Ordnung findet, ist okay. Es ist ja nur meine Meinung. Ne? Das ist auch so ein Thema unter Kollegen auf der Arbeit und so weiter. Der eine oder andere hat auch Sky und ja, andere informieren sich auch über den Fußball und die Spieler. Ich habe gar keine Ahnung, wo welche Spieler sind, weil, wie gesagt, Fußball ist mir zu langweilig einfach. Es müsste spannender sein. Ich glaube, wenn es so 5, 6 Mannschaften gibt, die um die Meisterschaft kämpfen, würde ich die Bundesliga wahrscheinlich auch schauen. Guten Morgen, Michelle, hat sie geschrieben. Ja, schön, dass du da bist. Ja, Minecraft müssten wir mal gucken. Dortmund ist besser, bla 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 bla. Ja, kann man drüber streiten. Ich muss jetzt mal gucken. Ja, schön, Michelle, dass du auch da bist, auf jeden Fall. Bin leider nur kurz hier. Mache gerade fertig. Aber oh, Wochenenddienst. Das ist schlecht, Michelle. Ja, dann geht's mir mit meiner Arbeit doch gut. Da muss ich am Wochenende nicht arbeiten, muss ich sagen. Aber das ist mit den ganzen Let's Plays und Streams, was wir so haben, auch schön herausfordernd, muss man sagen. Gut, was können wir jetzt hier machen? Die Felder erstmal abreißen. Wollen wir die Stadt ein bisschen erweitern oder ist das dann zu krass? Wir können ja mal gucken. Wir müssten doch so Kriegsschiffe bauen können irgendwie. Eine Reparatur, kleines Lagerhaus, eine Kaimauer. Ja, okay, also letztendlich frage ich mich, Reparaturgebäude, dies, das, jenes, ein Turnierplatz. Ja, ich glaube, so einen Turnierplatz können wir mal machen. Der sieht eigentlich recht wichtig aus, witzig aus. Wichtig, wichtig ist er auch, aber auch witzig. Ja, da wird er hinpassen, wir haben eh viel zu viel Holz. Komm, wir haben viel zu viel Holz, die eine Hütte muss weichen. Die muss leider weichen. Dafür kommt da der Turnierplatz hin. Das ist schon okay. Wir haben mehr Holz, als wir brauchen. Ja, genau, Zellron. YouTuber ist kein einfacher Job. XD, schreibt der Jan. Das ist wohl so. Wobei, für mich ist es ja ein Hobby und kein Job. Das muss ich ganz klar sagen. Ich verdiene keinen Cent mit YouTube. Ich mache es einfach aus Hobby und das seit mittlerweile fast 2 Jahren, muss man sagen. Gibt es täglich Videos und ja, macht mir auch Spaß, muss ich sagen. So, jetzt haben wir so einen Turnierplatz. Wir können ja mal ein Turnier ausrufen. Ihren Kampfesmut unter Beweis zu stellen. Ein Provinzturnier. Wir machen das einfach mal. Zwei, wir haben genug Gold. Herrlich. Ich lasse die Reiter sofort aufsitzen. Wie cool ist das denn bitte? Na, wer gewinnt? Rot oder Schwarz? Eins zu null für Rot. Für Schwarz. Bei 3 gewinnt man, ja. 2 zu 0 für Schwarz. Ich glaube, Schwarz gewinnt. Hätte ich Geld für die Spenden, schreibt Zocker können. Musst du nicht. Alles okay. Ich glaube, der Rote verliert so oder so immer. Nein, nein. Ihr müsst da nicht spenden. Alles okay. Das ist... Ich mache das wirklich aus Spaß an der Freude. Ich spiele... Oh, jetzt der Konter. Ich spiele wirklich super gerne Spiele und mach das so. Und wenn ich dann sehe, Gronkh hat letzte 1000 Euro spendet. Ich habe mal einen Livestream von ihm gesehen. 1000 Euro hat jemand gespendet. Boah, das ist krass. Das muss man überlegen. Da frage ich mich auch den Grund danach, warum man 1000 Euro spendet.
auch ich habe Gronkh schon mit diesem Prime-Abo, was es gibt bei Twitch, 5 Euro gespendet. Das kam schon vor. Zuletzt habe ich jetzt Debitor das gegeben. Der hat sich dann auch schön bedankt. Das fand ich ziemlich cool eigentlich und motiviert mich wahrscheinlich in Zukunft bei Debitor noch ein bisschen mehr zu spenden. Mal gucken. Aber 1000 Euro würde ich niemals wo spenden. Also das ist völlig übertrieben.